Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prince of Persia, The True Thrones. Wir sind hier immer noch unterwegs in der Palaste und der wird hier auch ein bisschen rätselhafter. Jedes Mal, wenn ich ihm nahe komme, entschwindet er. Warum stellt er sich nicht dem Kampf? Na dann. Das wäre so einfach. Es ist nicht alles Kampf, Prinz. Manche Schlachten finden auf anderer Ebene statt, mit anderen Mitteln. Ich fürchte, du hast... Ich hab's geahnt, dass ich da nicht hochkomme. Ja, und er hört natürlich jetzt auf zu erzählen. Ah, okay, ich sehe schon. Haha, okay, coole Sache. Nur dann, wenn man nicht weiß, wie es geht, ist es nicht... Wollen die mich verarschen? Das ist doch offensichtlich, dass ich da durch kann. Das riecht doch schon wieder nach einem Lebensupgrade. Oder? Das riecht nach einem Lebensupgrade. Oh ja, das riecht stark nach einem Lebensupgrade. Aber ganz stark. Boah, der Geruch, der bringt einen ja fast um. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich wieder zurückkommen soll, aber... Lebensupgrade. Hihi. Cool. Damit haben wir Lebensupgrade dann Nummer 3 gleich. Falls ich das... Ach du Scheiße. Falls ich das hier... schaffe. Bewegen sich diese Teile auch nur nach rechts und links oder so? Ah, ja. Natürlich, natürlich. Ist klar. Oh, mein Gott. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Danke. Puh, geschafft. An Knackigkeit nehmen sie auf jeden Fall zu. Oh, das war ja ein mickriges Lebensupgrade. Also... Das war jetzt hier nicht so wie erwartet. Ich dachte, ich krieg so richtig fett Leben und dann krieg ich da so ein bisschen Pipifax da. Egal, egal. Komm mal klar. Gehen wir wieder in den Raum rein und ich darf die ganze Chance wieder von vorne machen. Egal, ich weiß ja, wo es lang geht. Also von daher sollte das relativ zügig gehen. Komm mal nach oben. Nose. So viel zu zügig gehen, wenn der Prinz einfach meint, er müsste sich hier, in die falsche Richtung bewegen. So, eine Etage höher bitte. Danke. Und wir müssen in die andere Richtung. Hui! Und weiter nach oben. Ja, komm. Mein kleiner Affe. Ach, ich finde ihn so toll. Und? Kommen wir so daran? Jo, komm mal. Ich denke mal, wir sollen hoch. Um hochzukommen. So, ist hier noch irgendwas? Nein, gut. Schalter. Schalter regen uns dazu an, sie zu bedienen. Warum auch immer sie das mit uns tun, aber sie tun es. Ja. Ich bin da eingesperrt worden. Babylon war schließlich gefallen. Und niemand war mehr da, der dem Prinzen zu Hilfe eilen konnte. Ja. Er war der Stadt letzte Hoffnung. Würde er versagen, wäre Babylon für immer verloren. Dann drück mal doch die Daumen, dass ich nicht versage. Er begnügte sich nicht mehr mit der Krone. Er wollte ein Gott sein. Aber würde der Prinz die Lage erkennen, in der er sich befand? Und wenn ja, würde er die Bürde schultern? Würde er ein Held sein? Der Prinz ist immer ein Held. Guck ihn dir an, er sieht schon sehr heldenhaft aus. Tattoo auf der rechten Schulter. Linker Arm ein bisschen kaputt. Das ist einfach heldenhaft. Oh, Speicherpunkt, danke. Ich dachte schon, die wären ausgestorben. Der letzte lag doch etwas weiter zurück. Soll ich die Geschichte hier? Ich werde also am Anfang waren hier noch echt viele Speicherpunkte, aber mittlerweile, naja, hat's nachgelassen. Was kommt jetzt, der Darker? Nein, hey du! Seid ihr wohl auf? Er ist entwischt. Und ihr? Wo sind die Soldaten? Tot. Alle tot. Ja, doch klar. Aber ich sah den Wesir. Oder was aus ihm geworden ist. Er flog in Richtung Palast. Dann müssen wir dorthin. Einverstanden. Aber es scheint, ich... Ja, stecke fest. Wärt ihr so gut, diese Tür zu öffnen? Ich toleriere durchaus die Regeln der Höflichkeit. Doch ich glaube, das geht zu weit. Und warum geht das bitte schön zu weit für dich? Bist du... Ach, diese zweite Stimme in meinem Kopf, die ist irgendwie... Naja, nicht ganz so gesund. Hört ihr auch manchmal Stimmen in eurem Kopf? Redet ihr manchmal auch mit euch selbst? Seid ihr eventuell auch ein Prinz? Wenn ja, meldet euch bei der Prinzen-Helfer-Hotline. Denn irgendwas stimmt nicht mit euch. Oh, was zum Teufel? Noch mehr neue Gegner. Also die Entwickler waren auf jeden Fall fleißig. Ich glaube, bei denen will ich nicht drüber springen. Die haben so komische Stacheln auf dem Rücken. Die nicht allzu gesund aussehen für mich.
Hätte ich die auf Speed killen können? Ich glaube nicht. Das ist aber nur eine... Hallo, danke, dass du dann doch wieder etwas machst. Aber erstmal fünfmal... Double Kill? Double Kill! Kommt direkt nach Monster Kill. Was bist du? Ein Korb. Ah, okay, ich soll dich schieben. Ich hatte jetzt eigentlich damit eher gerechnet, ihn kaputt zu machen, aber schieben geht natürlich auch. Schiebung! Ja, Schiebung im wahrsten Sinne des Wortes. Herrlich, herrlich. Komme ich da hoch? Jo, komm ich. Naja, lass dich nicht hängen, ne? Das riecht doch schon wieder nach Speedkill-Action, oder? Na komm her, komm her. Ja, komm her. Kommst du jetzt her, ich will dich speedkillen. Sonst mache ich mir jetzt gleich eine Zigarette, während du da noch ein bisschen weiter dampfst. Geht doch. Und? Speedkill! Puh! Puh! War zwar nur ein einfacher Speedkill, aber hey, besser als gar kein Speedkill. Nein, jetzt... Oh, genau, von beiden Seiten, ihr Nasenbären-Peter. Nasenbären-Peter? Was zum Teufel ist ein Nasenbären-Peter? Gibt's das Wort? Hallo, Prinz! Steh doch einfach mal auf! Ey, du bist so ein Bewegungslegastheniker, wenn du getroffen wurdest. Ey, die machen Schaden, der ist ihm gerade nicht gut. So, Chris hat ihm noch ein Schwert ins Gesicht. Komm, zeig mir etwas, das ich noch nicht gesehen habe. Und was soll ich dir... Achso, okay, ich sehe schon was. Was ich zumindest zu tun habe, wo ich lang soll. Und was sagt die Uhr? Die Uhr sagt okay. Die Uhr sagt okay. Ich bin okay, sagt die Uhr. Hallo? Och nee. Was soll denn der Blödsinn? Ich krieg Datei nicht darüber geschoben. Wer hat sich den... Da, da ist was auf dem Boden. Deswegen kriege ich Datei nicht rübergeschoben. Brauche ich Datei rüber? Yay, Haupt... Ich muss etwas testen. Eine Minute. Vielleicht auch zwei. Es könnten auch drei sein. So, komme ich hier hoch? Ja, komme ich. Wo komme ich hier drüben, bitte schön hin? Ja. Ich denke, so sollte es eigentlich nicht laufen. Aber hey, ich kann es eh nicht mehr ändern. Deswegen lasse ich mich ein paar Mal treffen. Überlaufen? Oh ja, das bringt... Das ist doch dann schon wieder der gewünschte Effekt, den ich haben wollte. Auch wenn jetzt... Jetzt versuchen wir es mal. Ah, ich kann doch oben drüber. Das ist gut. Ich habe mich geirrt. Ich kann doch oben drüber. Hallo? Achso. So, was muss ich jetzt machen? Ach, sie ist frei. Yay. Na du? Hallo. Vielen Dank, Prinz. Gern geschehen. Gerne. Das Problem ist, jetzt sitze ich fest. Typisch Weib. Sie ist ihr Problem los und jetzt hast du es. Erlaubt mir, mich zu revanchieren. Ja, klar. Wahrscheinlich fällt uns das Teil jetzt auf den Kopf. Nee, doch nicht. Was sagtet ihr? Egal, weiter. Kann sie auch nicht entscheiden. Moment mal. Was lösen denn hier die beiden Schalter aus? Ich weiß es jetzt eben gerade nicht. Welcher Schalter macht mir was frei? Machst du mir überhaupt was frei? Hä? Ah, okay. Aber habe ich doch jetzt so ein kleines Problem, oder nicht? Weil ich das nämlich... Nee, doch. Ah, doch, fast. Gut, 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 gut. Feuereffekte, Lichteffekte. Bam, 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 bam. Achso, hier kann ich nicht weiter hoch. Haha. Gut, Leute, aber wie wir uns hier weiter durch Babylon hangeln, seht ihr in der nächsten Folge. Ich bin Helon 1986, wir spielen Prince of Persia, The True Thrones. Bis dann.